wenig für das Schwergewicht. Dafür geht es einfach auch hier um viel zu viel. Natürlich war es nach dem Weltmeistertitel in Houston, in Texas, bei den Amateuren, als erster türkischer Weltmeister, dann bei seinem Übertritt zu den Profis, ein bisschen eine Wellenbewegung, ein Auf und Ab mit zwei Niederlagen gegen Gomez und Krasniqi. Es waren große Kämpfe dabei, aber es waren eben auch viel zu viele Kämpfe dabei, in denen er zu viele Treffer kassiert hat. Und irgendwann ist dann der Akku alle. Maskayev ist hier an diesem 12. November 2005 in diesem Ausscheidungskampf der WBC der bessere Mann. Aber es bleibt noch eine knappe Minute für das Wunder von Hamburg. Aber Sinan macht nicht den Eindruck, im Gegenteil. Maskayev ist noch einmal zur Stelle. Noch einmal zwei, drei harte Hände des besseren Boxers in diesem Duell. Er hieß Oleg Maskayev, the Big O. Es war nicht immer ein Kampf auf ganz großem Niveau. Es plätschert eine Zeit lang dahin, aber es waren viele, viele unglaublich harte Treffer, so wie jetzt noch einmal mit rechts Sinan zur Stelle ist. Aber die ganz große Chance scheint auf der Zielgeraden vergeben. Wir taumeln mit Sinan Schammelsam ins Ziel hinein. Und auch er wird wissen, es hat nicht gereicht für den größten Traum. Den Kampf in der Königsklasse im Schwergewicht um den Titel der WBC. Wir verneigen uns vor Oleg Maskayev. Macht hier seinen wahrscheinlich besten Kampf gegen einen Sinan, der vor allen Dingen in der Defensive genau dem angesprochenen Bereich viel zu viele Lücken aufwies und der dann eben nicht die schnellen Hände abfeuern konnte, so wie wir das sonst von ihm gewohnt sind. Das ist hier übrigens der Bruder Wladimir von Maskayev, der ebenso in der Halle ist wie die Mutter Nina. 36 Jahre alt. Nach solch einer Schwerstarbeit, 12 Runden Berufsboxen. Respekt. Und ein faires, anerkennendes Kopfnicken vom Meistercoach, von Uli Wegner, der auch respektiert, dass der bessere Boxer in dieser Nacht Oleg Maskayev hieß. Und weil wir gerade beim Positiven waren und Frank Garzer im Bild war, dann müssen wir auch sagen, dass wir uns solche Ringrichter wie den Mann aus Detroit, Michigan, viel öfter wünschen. Sehr gut erkannt, die zwei, drei kniffligen Szenen des Kampfes, ansonsten war er nicht zu sehen. Ein guter Referee aus den USA in einem ganz wichtigen Kampf, in dem die Nummer 2 der WBC die Nummer 1 aus dem Weg geräumt hat. Aber natürlich gibt es auch hier in diesem Gefecht noch ein Urteil. Der Drei-Punkt-Richter Chuck Hasselt aus den USA, Daniel van de Wiele aus Belgien und Bob Lodges. Aber wenn alles fair und korrekt zugeht, dann wird er nicht der Sieger sein, sondern Oleg Maskayev, der mit dem Gürtel des internationalen Meisters im Schwergewicht der WBC zurückfährt nach Staten Island, nach New York. Dann morgen und auf dem Weg ist im nächsten Jahr wahrscheinlich, um eine Weltmeisterschaft zu boxen.
Wir kommen zum Urteil mit Ralf Scholt. So, meine Damen und Herren, dieses Urteil ebnet also den Weg zum Weltmeisterschaftskampf. Nach 12 Runden haben die drei Herren am Ring folgendermaßen gewertet. Bob Logist aus Belgien 111-118. Daniel van de Wiele 110-118. Und Chuck Hassett aus den USA 112-116. Für den klaren Sieger dieses Gefechtes, Oleg Maskaye. Auch einen Applaus für einen äußerst intensiven Kampf für Sinan Shamissam. Der Jubel des verdienten Siegers dieser Nacht hier in Hamburg, Oleg Maskaye, mit einem seiner stärksten Kämpfe gegen einen Kontrahenten, Sinan Shamissam, der eigentlich über größere Qualitäten verfügt, als er in dieser Nacht abrufen konnte. Aber trotzdem, er hat immer alles gegeben, mit großem Herz gekämpft. Und diese Chance hat er leider nicht nutzen können. Umso mehr freut sich Nina, die Mutter von Oleg Maskaye. 2 Jahre haben sie sich nicht gesehen, heute in dieser Nacht gab es das Wiedersehen. Sie ist herübergekommen aus Kasachstan, um ihren Sohn zu feiern, der einen großen Kampf gemacht hat. Es war spannend, es gab viele, viele Treffer und es gab zu Recht einen klaren und verdienten Sieger. Er heißt Oleg Maskaye. Oleg, congratulations. This was a big, big fight. You deserve the victory. Ein ganz großartiger Kampf. Sie haben den Sieg wirklich verdient. Was waren der Schlüssel zum Erfolg heute Abend? Ich möchte zunächst einmal unserem Herrn Jesus Christus danken, denn er ist für uns alle gestorben. Und er ist unser Nummer eins, er ist unser Heiland. Der Schlüssel zum Erfolg war ganz einfach. Ich arbeite sehr hart im Trainingscamp. Und dann muss ich einfach auf meinen Trainer hören. Das habe ich gemacht. Ich bin meinem Plan gefolgt. Ich bin seinen Anweisungen gefolgt. Und ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Jetzt haben Sie diesen Ausscheidungskampf gewonnen. Sind Sie bereit, Hasse Wagmann herauszufordern? Wenn ich Nein sagen würde, würde mir keiner glauben. Ich bin bereit. Sie sind bereit, der neue Weltmeister zu werden? Ja, das werden wir sehen. Es bleibt abzuwarten, aber für mich ist es ganz wichtig, in guter Form zu sein. Den Rest werden wir mit Gottes Hilfe schaffen. Herzlichen Glückwunsch noch einmal für den großen Kampf. Vielen Dank. Er ist bei uns, Uli, ein äußerst intensiver Kampf. Was ist schiefgelaufen für Sinan? Ja, das ist immer nachher schwer zu beantworten. Wir haben uns eigentlich gestaunt, wie er in den letzten Tagen sehr explosiv wurde. Wir haben jetzt vor seinem Heimpublikum geboxt. Sicherlich haben wir uns mehr erhofft, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eine bittere Pille für uns. Sicherlich tut mir das weh. Ich habe an diese Form und die Vorbereitung bei Sinan versucht, ihn in Form zu bringen. Er ist auch sehr gut gelaufen die letzten Tage, muss man ganz ehrlich sagen. Ist an und sich taktisch auch sehr gut, aber heute ist nichts gekommen. Was wollen wir so sehen? Tut mir eigentlich für das Hamburger Publikum oder seine Landsleute unheimlich leid, muss ich sagen. Ich kann es aber nicht verändern. Trotzdem muss der Weg weitergehen. Er hat heute gegen besseren Mann verloren und sollte man so viel Sportler sein, um das anders zu erkennen. Aber für uns ist es eine ganz harte Pille, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind mit großen Erwartungen in den Kampf gegangen. Da
da bin ich, ich war auch ziemlich überzeugt. Und wenn mich gerade bei solchen überzeugenden Sachen, die ich denn so drin habe, was schief geht, bin ich unheimlich enttäuscht. Dann muss ich zugeben, das Leben geht weiter. Das ist der Sport, der sehr schön sein kann und sehr brutal sein kann. Und heute haben wir die brutale Seite kennengelernt. Muss man auch durch als Trainer. Danke, Uli Wegener, dass Sie kurz bei uns waren. Also das hat man schon gemerkt, der Trainer war tief beeindruckt vom Gegner, das muss man so sagen. Und die türkischen Landsleute haben die zweite Niederlage heute erlebt, denn die türkische Fußballnationalmannschaft hat im ersten Relegationsspiel auf dem Weg zur Weltmeisterschaft gegen die Schweiz auch 2-0 verloren. Den ganzen Kampf hat in Düsseldorf einer